Leute, ich bin's wieder. Und zwar gebe ich euch heute 10 Tipps, wie ihr fremdgehen könnt und ihr dabei nicht erwischt werdet. Nein! Um Gottes Willen, bitte tippt euch bloß nicht. Ich gebe euch diese Tipps sicherlich nicht. Aber wisst ihr, wer euch diese Tipps gibt? Die deutsche Cosmopolitan. What the fuck? Ja! Die Cosmopolitan. Ja. Also Leute. Fremdgehen, das ist eine Sache. Es ist scheiße. Tut's nicht, es ist vollkommen egal, aus was für welchen Gründen, ob ihr euch mit eurem Partner nicht mehr so versteht oder der Sex langweilig ist. Ja, ich habe Sex gesagt. Egal. Und wenn ihr euch tausendmal im Recht fühlt, bitte macht es wirklich nicht. Es ist unfair, es ist respektlos, das ist... Nee. Wie ich jetzt darauf komme, und zwar, ich habe mir jetzt die Juni-Ausgabe 2015 der Cosmopolitan gekauft mit unserer Gewinnerin Vanessa. Das ist jetzt allerdings nicht die Final Edition-Ausgabe. Sondern das war zu dem Zeitpunkt, wo dieser Bombenanschlag war. Apropos Bombenanschlag, habt ihr das mitgekriegt? Ich fand das... Oh. Also es war ja keiner, aber da hat sich jemand wieder so ein Dulli sich da so einen Scherz erlaubt und das finde ich nicht cool. Also die Edition... langsam. Die Edition ist es. So. Also ich, ne, am Wochenende gekauft, ja. Blätter hier so durch. Und dann komme ich auf die Seite. Ich zeig's euch. 54. Ja. So. Ich lese euch mal vor. No risk, more fun. Sie spielen mit den Gedanken, sich heißen Sex in fremden Betten zu holen, wollen aber ihre Beziehung nicht gefährden, kein Problem. Wenn sie diese 10 Tipps beachten, fliegt ihr Seitensprung garantiert nicht auf. What the fuck? Wenn man seine Beziehung nicht riskieren will, dann sollte man keinen Seitensprung machen, oder? Das ist jetzt wirklich hier kein Scherz, das ist ernst. Hier, schaut. Schaut es euch selber an. Kauft euch die Zeitschrift, schaut im Supermarkt, kauft oder kauft sie euch nicht. Aber es steht hier wirklich. Seriously? Und dann geben die hier allen ernsthaft so 10 Schritt für Schritt Anleitungen an, wie man das clever machen kann. Hier steht dann zum Beispiel clever vorbereiten. Dann Mr. Right finden, authentisch bleiben, das Trauergrinsen abstellen. Beweismaterial vermeiden, unbekanntes Terrain erobern, seine Spuren verwischen, Telefontaktik überlegen, ohne Facebook flirten, verschwiegen sein. Seit wann ist Verschwiegenheit was Gutes? Ey, nee, ganz ehrlich, Leute, das ist doch wirklich so... So nach dem Motto, ah, hier Mr. Right finden. Der Arbeitskollege ihres Partners ist echt heiß. Und den Cousin ihrer besten Freundin wollten sie auch schon einmal näher kennenlernen. Lassen Sie bloß die Finger davon. Der ideale Lover hat keinerlei Bezug zu ihrem Leben. Am besten suchen Sie ihn ganz anonym im Internet. Echt so die Spuren verwischen. Ich lese mal ein bisschen vor, ja? Also nur so jetzt ein paar Ausschnitte. Der Sex mit ihrer Affäre ist so schön leidenschaftlich, wild und hemmungslos. Genießen Sie es. Aber achten Sie trotzdem darauf, dass er Sie beim Sex nicht kratzt, beißt oder Ihnen einen Knutschfleck verpasst. Sowas, ne? Es ist doch wirklich echt gestört, oder? Geben die 10 Tipps zum Fremdgehen an. Mädels, macht es bloß nicht. Also auch mal hier,
Das ist... Also ich weiß ja auch nicht, ne? Das ist einfach nur... Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich liebe ja die Cosmopolitan. Das erste Mal habe ich mir die gekauft, so mit 13, 14 ungefähr. Und zwar gucke ich schon immer eigentlich Germany's Next Topmodel. Und ich war bei der ersten Staffel so 13, 14 so. Und ich habe mir dann auch zum ersten Mal dann die Cosmopolitan halt gekauft. Und ich habe sie mir seitdem eigentlich immer mal wieder gekauft. Und so einen Scheiß, also ich bin jetzt 23 und so einen Scheiß wie da, das habe ich wirklich noch nie, also sonst steht ja immer sowas drin, ja wie rette ich meine Beziehung und so Tipps und so, was man auch wirklich vielleicht gebrauchen kann, also ich jetzt nicht. Und jetzt geben die Tipps zum Fremdgehen, wie doof ist das? Liebe Cosmopolitan, liebe Geschäftsleitung, was habt ihr euch da gedacht, dass ihr 10 Tipps zum Fremdgehen geht, ohne dass das nicht auffällt? Leute, es fällt immer auf. Lügen haben kurze Beine. Es ist so... Hallo? Also meine Frage an die deutsche Cosmopolitan Geschäftsleitung, geht ihr auch fremd? Benutzt ihr diese Tipps? Habt ihr das schon ausprobiert? Seid ihr da stolz auf euch? Also wie kann man sowas drucken? Und vor allen Dingen, wie gesagt, Cosmopolitan. Ich habe mir das damals gekauft, da war ich 13, 14. Jetzt stellt euch mal vor, jetzt liest so eine 13-Jährige halt was. Und ich meine, gut, ich glaube jetzt nicht, dass eine 13-Jährige eine wirklich ernsthafte Beziehung haben kann. Also glaube ich jetzt halt nicht. Ich war ja selber mal 13, aber mal ganz ehrlich... Stell dir mal vor, die ist in ihrer Beziehung unglücklich und die liest es dann. Ja. Und die hat vielleicht eh schon mit dem Gedanken gespielt. Und jetzt wird sie auch noch von den Medien da drin bestärkt. Und ich meine, Medien, das ist so... Man muss verantwortungsvoll umgehen. Jeder und auch gerade die Medien. Und dann geben die 10 Tipps zum Fremdgeben? Nee, also... Nee. Wirklich nicht. Ich finde es wirklich ein absolutes No-Go. Also, was denkt ihr darüber? Also, ich finde es... Bullshit. Ich habe nichts gesagt. Ja. Schreibt es mir einfach in die Kommentare, was ihr darüber denkt und so. Weil, also, ich finde es einfach nur... Nee. So, jetzt aber mal zu einem anderen Thema. Und zwar habe ich eine kleine... Review für euch noch. Und zwar hatte ich mir in letzter, also was heißt vom Monat oder so, hatte ich mir gekauft von Essence in der Farbe Blond den Eyebrow Designer. Also für die Augenbrauen halt. Auch schon fleißig benutzt. Und dazu wollte ich euch mal ein Update geben. Ich finde ihn gut. Er ist halt auch so hellbraun, was jetzt für meinen Haartyp natürlich voll gut ist. Er hat natürlich auch so eine Wachsstruktur, was die Härchen gleich in Form bringt. Und also es hält auch gut den ganzen Tag. Da bin ich echt mit zufrieden. Nur was ich echt blöd finde. Also Preis-Leistungs-Verhältnis 2-3 Euro, also eher. Kennt ihr ja bestimmt auch. Nur was ich wirklich blöd finde, und da müsste man meines Erachtens ein bisschen was ändern, ich weiß nicht, wie es euch geht, und zwar ist es dieses Bürstchen. Also, Entschuldigung, aber wie soll ich hier bitte meine Augenbrauen damit in Form bringen? Also irgendwie, naja, das funktioniert irgendwie nicht so richtig mit dem Ding. Vor allen Dingen, man fängt ja an, hier sich die Lücken auszufüllen und dann, klar, man drückt natürlich zwischendrin manchmal auch ein bisschen fester auf, je nachdem, auf jeden Fall habt ihr ja dann so harte Linien hier. Und wie wollt ihr das verblenden? Also ich meine, ich kann es jetzt ja mal spaßeshalber machen. Ja, sagen wir mal hier. So.
Ja, so einfach mal. Ich mache das jetzt provisorisch, weil meine Augenbrauen sind gemacht. So. Ja. Hier vielleicht auch noch mal. So. Jetzt habe ich mich hier wunderschön angemalt. So, jetzt ist mir das aber zu hart, weil es sieht ja jetzt auch wie, ne, ihr wisst schon. Und jetzt verblenden mit diesem Ding. Also ich meine, ich habe jetzt schon öfters meine Augenbrauen gemacht. Das, ihr seht es ja selber, also WTF, also das, ich finde es nicht gut zum Verblenden. Also auch wenn man das dann so, wie das wahrscheinlich gedacht ist, also ich finde es doof. Es funktioniert nicht so richtig, deswegen nehme ich hier so einen. Das war mal eine alte Mascara von mir, da habe ich das bisschen einfach ausgespült. Ist einfach billig und da hier, das kann man viel besser verblenden und ich meine, die Linien müssen beim Make-up schon weich sein. Und es geht einfach viel schöner. Also da müsste man meines Erachtens das hier abmachen und das hier oben so dran machen. Das gibt es ja auch schon von Maybelline und so. Also ich finde das mit so einem, im Englischen nennt man das Spoolie. Oder das sagen die Girls da halt zumindest so. Ich weiß nicht, ob das der Fachbegriff ist, aber ich kenne es halt so. Ich finde es damit echt viel schöner, anstatt wie mit. Was soll das? Kannst du vielleicht noch besser mit deinen Zähnen putzen? Ich weiß es nicht. Ja, I don't know. Also, das ist, finde ich jetzt nicht so gut. Deswegen könnt ihr das ja vielleicht auch so mit so einem Wimperntuschen Bürstchen machen. Ach ja, und dann hatte ich ja noch gesagt, wir müssen uns mal ernsthaft unterhalten. Lieber Drogeriemarkt DM, lieber Albenmarke P2, wir müssen uns jetzt mal ernsthaft hinsetzen und uns wirklich ernsthaft unterhalten, weil ich benutze für meine Fingernägel, die ich ja gerne lang habe, naturlang, nicht hier irgendwie so Tipp-Aufgeklebe und irgendwie sowas, nicht, dass ich da was dagegen habe. Ich hatte das früher auch mal. Und zwar habe ich von euch immer ein Öl gekauft. Und zwar dieses hier. XXL Grow. Ist ein Öl, riecht nach Kirsche, voll lecker, bringt die Nägel zum Wachsen. Geil. Ich wollte es mir nachkaufen, weil ich habe immer ein paar Tiegel davon zu Hause. Und ich finde es nicht mehr. Ich war jetzt schon in verschiedenen Läden und ich finde es nicht mehr. Und ich hatte ja schon in meiner letzten Haul angekündigt, dass ich diesen Nailbooster dafür statt gekauft habe. Ich habe es bis jetzt noch nicht ausprobiert. Ja, ich habe es bis jetzt noch nicht aufgemacht, das Ding hier, weil meine Nägel bis jetzt immer lang waren. Jetzt sind mir halt aber zwei abgebrochen. Lol, lol, lol. Und jetzt habe ich nochmal geguckt, ob ich das hier jetzt nochmal finde oder ob das einfach nur vergriffen war und ich finde es nicht. Was soll das? Was? Wieso? Hat das nicht genug Geld eingebracht oder was soll das jetzt? Also gut, das werde ich testen und ansonsten habe ich mir jetzt wieder von Adeko ein Nail Serum Gel gekauft. Das riecht halt so nach Gurke, Wassermelone. Ist zum Einmassieren hier auch aufs Nagelbett. Das war das allererste, was ich gekauft habe für 11 Euro damals, bis ich dann irgendwann mal das entdeckt habe, was halt wesentlich billiger ist für 2 Euro. Da weiß ich auch, dass es funktioniert. Das ist auch nicht mein erstes Ding. Das ist noch mein allererstes Fläschchen von vor 2, 3 Jahren. Das sollte ich vielleicht auch langsam mal wegschmeißen. Und das hatte ich dazwischen drin auch gekauft. Und das ist jetzt eben wieder das Neue. Die anderen schmeiße ich jetzt weg. Ja, was soll das P2? Es war ein gutes Produkt. Ich weiß nicht warum. Also ich habe auch immer fleißig davon gekauft. Warum ist es jetzt draußen? Ist es nicht mehr in oder hat es zu wenig Geld eingebracht oder kommt es erst in ein paar Monaten wieder? Weil jetzt alle denken, oh, jetzt haben alle Frauen lange Fingernägel, jetzt braucht es ja keiner mehr. Wieso? Also ich meine, gut, ich habe jetzt das hier für 13 Euro bei Amazon gekauft, ja? Also ich meine, wenn es sein muss, natürlich kaufe ich das auch so ein. Ich finde es auch nicht schlecht, aber ich finde für 2 Euro mit Kirschduft finde ich halt besser. Aber wieso? Weshalb? Warum? Ja, finde ich jetzt nicht so toll, ne? Also, das waren jetzt mal meine Updates für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielleicht konntet ihr euch ja auch ein bisschen mit aufregen.
Und ich wünsche euch noch einen schönen Restmontag und ja, eine gute Woche. Und ich denke, wir sehen uns gegen Ende der Woche für ein neues Video wieder. Ciao!